Und jetzt geht's hier weiter. Das hatte ich beim letzten Mal nämlich auch nicht gemacht, dass ich hier die Kante Hallo und herzlich willkommen zur 143. Folge Minecraft Vizebeast hier auf dem Multiplayer-Server. Ja, wir waren, keine Ahnung, ich weiß nur eins, ich hatte gesagt, ich wollte mich mal schlau machen mit diesen Teilen von, na, sag schon, wie heißt es? Hä? Was war das? Von My Factory Reloaded. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir ja irgendwann hier auch mal automatisch Holz, Gummi und so weiter farmen wollen. Farmen, nicht formen wollen. Und von daher wäre es vielleicht ja ganz sinnvoll, in der Richtung auch was zu machen. Ja. So, ich habe mich dahingehend schlau gemacht, dass ich jetzt weiß, was ich machen muss, was ich brauche. Noch was. Irgendwie habe ich so den Eindruck, hier lackt was gewaltig. Ich weiß aber nicht warum. Hier alles weg, da unten sind noch ein paar Bäume. So, gut, hier ist noch auch noch was. So, wir haben auf jeden Fall zwei verschiedene Arten von Gummibäumen. Die will ich da irgendwo mit anpflanzen. So, wir haben ja hier dieses Teil, dann können wir... Was brauchen wir denn? Wir brauchen Stein, wir brauchen Erde und wir brauchen auch ein bisschen Sand. Das holen wir uns erstmal. Erstmal schmeiße ich das, was wir jetzt hier abgebaut haben, hier wieder rein. Ach, das, die Treppen brauchen wir im Augenblick auch nicht. Die können da auch mit rein. Ich glaube, der hier war fertig. Da habe ich jetzt aber auch nicht unbedingt die Zeit. Ne, der war noch nicht fertig. Ich wollte gerade sagen, habe ich nicht unbedingt die Zeit dafür, den jetzt umzustellen. Ich hatte in Erinnerung, dass der fertig war. Aber okay. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal wieder Stein. Ah, die Sonne geht auf.
Er fängt an zu bohren. Wie man sieht und auch hört. Ja. Da rein. Ja, der ist gewaltig am Langen hier. Denn die sind immer, wurden eben immer noch angezeigt, obwohl sie schon da hinten waren. Also irgendwas stimmt hier nicht. Gut, die eine Folge muss ich da jetzt mit klarkommen. Ich denke mal, danach werde ich mal einen Neustart wagen. Da haben wir einen Diamanten. Maschinenblock. Pflanzer brauchen wir und Ernter brauchen wir. Jetzt gucken wir mal. Meine Ernte hätte ich ja schon mal was hergestellt. 14 Diamanten ist schon mal gut. Nö, Ernte ist ja nichts. Und Pflanzer ist hier auch nichts. Pflasterstein, Energieleitung. Ach ja, jetzt weiß ich aber, was ich brauche. Und zwar brauche ich mal einen kompletten Stack Pflastersteine, der gebrannt wird zu normalem Stein. Weil ich weiß, dass die normale Steinleitung schneller ist als die Pflasterstein. Steinleitung, beziehungsweise die für die Elektrizität. Denn das ist das, was ich rausgefunden habe. Es gibt keine Möglichkeit, so richtig von EU-Energie auf diese RF-Energie, die mein Factory braucht, zu kommen. Und von daher bauen wir einfach ein paar RF-Solarzellen, was eigentlich in meinem Versuchen, die ich jetzt mit einem anderen Spielstand gemacht habe, recht gut funktioniert hat. So, jetzt brauchen wir aber Stein. Das hier, da brauchen wir einen Stack von. Dann brauchen wir Sand und Erde. Erde, ein Stack. Und Sand müsste dann im zweiten sein. Jawohl, da ist Sand. Brauchen wir auch einen Stack von. Das. Und dann fehlt noch der Sand. Der kommt da gerade. Gut.
Hier kommt sein denn. Dann haben wir hier 3 Abstand. Genau. So, hier haben wir 2. Das haben wir schon mal. Was war denn das? So, und jetzt fällen wir den hier auch noch. Jawohl. So, das. Das. Okay, das passt ja. Jetzt kommt hier der Hammer wieder mal zum Einsatz. Denn wir wollen ja hier keine Steinflächen haben, sondern wir wollen hier eine schöne Schräge haben.
So, der kommt auch noch weg. Macht auch wieder Erde rein. Und dann nehmen wir das hier weg. So, das ist das. Jetzt eben schnell noch wieder die Steine hier weg. Wie weit müssen wir noch? Einen tiefer müssen wir noch. So schön. Die setze ich absichtlich wieder rein, damit ich hier... Der muss raus. Und das ist tatsächlich noch einer, den ich mit der Schaufel wegnehmen muss. Dann geht's hier weiter. Gut. Dann nehmen wir hier noch eben die Steine weg. Gut, damit haben wir das schon mal ein bisschen eingeebnet hier. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir die drei, dann kommen drei solche, dann kommen wieder die drei und den Rest machen wir ganz einfach zu. Und dann machen wir nochmal 3. 1, 2, 3. Ach, kann ich doch so machen. Zack.
So, dann haben wir 3 Stück. Das passt schon mal. Wir müssen zwar noch mal einiges aufbuddeln, aber der mittlere Punkt ist das, wo dann die Bäume hinkommen. Aber die pflanzen wir nicht, sondern die werden dann automatisch gepflanzt. Ich verschließe das hier jetzt einfach mal ganz einfach, damit ich hier selber nicht reinplumpse. Die werden jetzt sicherheitshalber erstmal zugemacht. Ja, aber ich stelle fest, wir sind noch nicht weit genug nach hinten. 1, 2, 3. Von hier aus. So. Mich nicht vertan habe, jawohl. Und der eine da rein. Oh, hier liegt noch was zu sammeln rein. Gut, und hier geht es weiter mit Zack. Das ist ja erstmal nur, um schon mal die Struktur zu haben. Wir müssen sowieso dann einiges noch aufbuddeln wieder. Hier die Schräge müssen wir auch noch weitermachen. Logischerweise müssen noch 3 Felder zurück. Also nochmal oben komplette Schaufelbreite. Das heißt aber auch, der Baum hier muss weg. Der stört uns sonst hinterher nur. Der Baum könnte eventuell sogar stehen bleiben. Auf der Kante und das reicht aus. Er steht also nicht auf dem, was wir wegnehmen müssen. Gut.
Okay, das war natürlich genau der falsche. Das hätte ich nehmen müssen. So war das geplant. Okay. Den einen hier noch. So, dann geht's wieder bei Steine weg. Die Kante setzen. Ja, hier haben wir mal wieder einen, den wir so wegnehmen müssen. Und das passt. Das hier weg. Sehr gut, passt alles. Jetzt hier die Steine weg. Okay. Komm her. Der kann nicht kommen. Inventar ist voll. Na, klasse. So, hier die hintere Reihe kommt auf jeden Fall hin. Gut. Was ich jetzt machen werde, ist auf jeden Fall hier wieder die Schräge. Erstmal hier unten ein bisschen auffüllen. Weil ich denke mal, dass wir das Material brauchen werden.
Ja, so. Jetzt geht's hier weiter. Das hatte ich beim letzten Mal nämlich auch nicht gemacht, dass ich hier die Kante anschräge. Also hier geht es dann auch noch mal weiter. So, damit man hier auch immer schön überall hoch und runter kann, das machen wir auch noch mal zu hier die Ecke, dass das gleichmäßiger ist. Aber dann haben wir da noch eine kleine Wasserquelle, die wir ja eventuell brauchen, wenn wir hier oben wieder Obsidian herstellen. So, ist das auch ein bisschen angeglichen noch hier. Und da haben wir unsere 6 Baumfelder.
Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.